Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier mir die Freiheit rausgenommen, am Ende der letzten Folge kurz ins Bett zu steigen, also zwischen den Folgen, um genau zu sein, kurz ins Bett zu steigen, mich auszuruhen, eine Runde zu schlafen und ja, hier bin ich wieder. So, ich habe nochmal geguckt wegen der Steintafel. Ich hatte mich da tatsächlich getäuscht. Es gibt dort keine Steintafel mehr, zumindest keine, die Mana erhöht. Die gab es dort noch nie. Weiß nicht, vielleicht lag da eine rum, die irgendwie Bogenschieß-Skill erhöht hat. Das kann sein, dass ich die gefunden habe und jetzt nicht mehr. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Bogenschießen brauche ich nicht. Ich habe Geschicklichkeit 50, eine Geschicklichkeitstafel liegt glaube ich hier nämlich tatsächlich rum. Das heißt, den Lernpunkt hätte ich mir wohl sparen. Nee, warte mal, ich habe keinen Lernpunkt investiert, ich habe mir eine Goblinbeere gekauft. Das hätte ich mir sparen können, das Geld. Tja, aber gut. Sowas passiert, wusste ich ja nicht vorher. Nämlich liegt hier eine Steintafel und zwar ist das, wenn mich nicht alles täuscht, eine Steintafel des Geschicks 1, also Geschick plus 2. Ja, ist jetzt nicht so die Welt. Hilft mir ein kleines bisschen beim Schlösserknacken. Aber gut. Ich will mal nicht so sein. So. Kommen wir zum wichtigen Teil in dieser Folge. Orks. Viele Orks. Und ich habe festgestellt, wie gesagt, bei den Orks funktioniert's. Ich muss in dem Moment, in dem sie die Waffen ziehen, muss ich anfangen zu zaubern. Dann sind alle, die auf mich zurennen, in meinem Wirkungskreis in dem Moment, wenn ich ihn spreche. So, die erste Ladung hat sehr gut funktioniert. Kurze Sache, die ich prüfen will, habe ich hier... Oh ja, ich habe tatsächlich den Spielstand vom Anfang der Folge überspeichert. Das heißt, es sollte jetzt wieder alles gut gehen auf den ersten Versuch. Kommen alle her? Ja, es kommen viele her und ich zaubere. Hoffentlich geht das gut. Ja. Ups. Der Schamane, der darf nicht treffen und da kommen noch mehr hinterher. Das ist nicht gut. Hier muss ich in Deckung gehen. Problem ist nämlich nach wie vor, ich kann das Ganze nur einmal zaubern. Und ja. Ich bin angeschlagen, ich brauche Mana. Ich brauche Mana, ich brauche Leben. Ich brauche vor allem Mana, um ehrlich zu sein. Alles andere ist mir gerade so ein bisschen egal. Wobei, realistisch betrachtet, sollte ich mich vielleicht ein bisschen hochheilen. Nicht zuletzt, weil ich hätte unter anderem ein paar Schläge einstecken können muss, wenn ich überleben möchte, während ich meinen Zauber spreche. Nun denn, dann heile ich mich hier ein bisschen hoch. Und vielleicht wäre es klug, überlege ich mir gerade, wenn ich meinen Mana vollständig mache, also komplett auffülle, denn dann könnte ich, so rein theoretisch, 17, 72, 67 und da fehlen noch 5. Ja gut, damit bin ich zufrieden. Wenn ich jetzt nämlich meinen Mana vollständig auffülle, dann sollte ich in der Lage sein, den Schamanen einzufrieren. Aber das möchte ich nur tun, falls ich ihn nicht erwische. Ich würde nämlich gerne versuchen, die Orks alle herzulocken. Und sie kommen. Oh, das sind drei Schamanen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Einen davon habe ich. Ah, jetzt kommen noch mehr Orks auf mich zu. Das ist nicht gut. Die muss ich loswerden, die muss ich abschütteln. Ja, ist gut. Ist gut. Und aus. Sehr schön. Ah, gut. Einer kommt. Ja, gut. Einer. Mit einem werde ich fertig. Ich habe jetzt auch meinen Skill erhöht, ne? Ich kann jetzt besser kämpfen. Also nicht jetzt, sondern vor ein paar Folgen schon. Beziehungsweise, um genau zu sein, habe ich die Tafel gelesen. Also ich habe mir
wie so ein oller Student einfach selber beigebracht, in Büchern sozusagen oder auf Steintafeln, wie man richtig kämpft. Ha, wer sagt denn, dass man nicht aus Büchern kämpfen lernen kann? Naja, zumindest im Spiel. Ja, ist ja gut. Jetzt bleib mal stehen. Damit ich nämlich den hier machen kann. Zack. Dann kannst du mich nämlich nicht mehr blocken. Und ich hoffe, es reicht, um ihn umzulegen, weil Mana wird langsam ein bisschen knapp. Wobei, also wird es eigentlich nicht, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ich möchte gerne schon irgendwie... Ach... Ich möchte meine Tränke ein bisschen sparen. Deswegen habe ich auch nochmal geschlafen zwischen den Folgen. Könntest du bitte nochmal... Dankeschön. So. Gold. Und das Schöne ist, Biff will nichts davon. So ist das schön. So gefällt mir das. Ich werde mich jetzt erstmal nicht heilen und auffüllen, weil... Ich glaube... Die Leichen sind weit genug weg, dass ich sie ausnehmen kann, ohne dass andere Orks auf mich aufmerksam werden. Stattdessen gehe ich erstmal in die Hütte hier rein, schnapp mir alles, was ich kriegen kann. Und... Ja, okay. Da hinten sind sie nicht allzu weit weg. Aber ich sollte trotzdem in der Lage sein, hier leichte Wunden heilen. Guck mal. Zumindest die erste Ladung sollte ich hier ausnehmen können. Wagfell. Warum die Wagfelle dabei? Ist denen kalt oder was? Keine richtigen Kleidung. Ah, Heiltrank. Und ein bisschen Gold. Wer sagt's denn? Vor allem der Heiltrank ist praktisch. Und die Schwerter sind ganz nett, weil ich die einigermaßen teuer verkaufen kann. Mana-Tränke sind natürlich auch sehr gerne gesehen. Genau wie Gold, auch wenn es nur ein bisschen ist. Jeder gibt das, was er geben kann. So, habe ich hier irgendwo... okay. Also mir scheint, hier sind schon ein paar verschwunden. War ich wohl ein kleines bisschen zu weit weg. Weil die Waffen, die hier rumliegen, so herrenlos sind. Oder sollte ich sagen, orklos. Ich weiß es nicht. Na egal. So, da unten war ich gerade. Offen beim ersten Mal herlaufen, bevor ich wieder außenrum nach oben bin. Gut. 32 Mana. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 43. Ich will... Ach komm, was soll's. Ich bin jetzt immer ein bisschen verschwenderisch. Ist zwar eigentlich ziemlich dämlich, aber irgendwie will ich halt hier auch nicht ewig ständig zurückrennen und schlafen. So, das sollte reichen fürs Erste. Ich speichere nochmal auf 9. Und dann schauen wir doch mal, wie viele haben wir hier? Ein paar. Kommen die alle her? Zumindest zwei kommen her. Kriege ich mehr? Nein. Ah, verdammt. Nicht gut. Na? Da ist nichts. Nichts zu holen. Ja. Ich wollte die noch schnell ausnehmen, bevor die kommen. Das hat nicht ganz funktioniert. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Zack. Das wird mir nämlich dann doch ein bisschen zu heiß. Ich werde jetzt nochmal kurz in die Burg gehen und mich erholen. Da kenne ich nichts. Nee, es ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte, da draußen vor den Toren. Tja, aber was soll's, ne? Dafür habe ich ja hier ein Bett. Das ist witzigerweise immer ständig frisch bezogen. Selbst, also egal wie blutig ich mich reinlege, egal wie verletzt ich bin. Na, ihr seht ja meine Spur, die hier hereinführt. Aber... Bevor ich aufwache, jetzt lustigerweise das Bett frisch bezogen, also Top-Service hier, kann mich nicht beschweren, finde ich gut. Genau. Nicht so sicher. So, wie gesagt, ich brauche ein bisschen Geld. Zeig mir deine Ware. Und ich kriege jetzt hier zwar nichts, aber um ehrlich zu sein, ich brauche die ganzen Ork-Waffen nicht. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch überlegt, die ganzen teuren Waffen, die brauche ich halt alle irgendwie auch nicht wirklich. Von daher würde ich mich hier größtenteils, außer vom Rapier natürlich, das brauche ich vielleicht noch. Stärke 80, Paladin 2 hinter, will ich mal noch behalten, das könnte ich eventuell noch erreichen. Und ansonsten,
Langbogen kann ich auch nicht tragen. Bogen habe ich, glaube ich, einen. Also weg mit dem zweiten. Genau. Dann hätte ich hier doch schon mal einiges an Gold. So. Damit verklumpt mir zumindest mal so ein bisschen weniger mein Inventar. Hoffe ich jedenfalls. Und ich werde nun genau das gleiche tun, was ich gerade schon getan habe. Ich gehe hier raus in Richtung Orks und ich werde die Belagerung der Burg beenden. Aus freien Stücken und ganz alleine. Na gut, okay, mit Hilfe Innos, ja, denn die Magie wirke ich ja letztendlich durch den Gott. Und der ist mir natürlich sehr gerne dabei behilflich, zumindest denke ich das. Und ich glaube auch, dass es Innos gefällt, wenn ich hier die Orks beseitige. Ja, gut. Hier nochmal ein kurzer Blick. Da waren vorhin die Kampfgeräusche. Aber ich sehe irgendwie nichts. Ich habe keine Ahnung, was das vorhin war. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, ich möchte jetzt gerne... Das sieht interessant aus. Ich möchte gerne möglichst viele Orks an mich heranziehen. Das hat nach viel geklungen. Und ich muss ja sagen, ich mag diesen Zauber ungemein. Ich finde, diese Verzögerung ist gar nicht mal so schlimm. Zumal sie mir ja auch dabei hilft, wie gesagt, nichts zu holen. Die Gegner ein bisschen anzulocken. Vielleicht, wobei, also, das heißt vielleicht, aller Wahrscheinlichkeit nach könnte ich das auch einfach erledigen mit einem schnelleren Zauber, indem ich einfach kurz warte. Aber, naja, was soll's. Ist ganz nett, funktioniert. Und ich habe gerade kein Bedürfnis, irgendwas anderes zu zaubern. Apropos zaubern. Es nähert sich gerade niemand. Ich brauche natürlich wieder Mana. Ne? Hätte ich beinahe vergessen. Ja. Könnte man meinen, dass ich mich langsam dran gewöhnt haben sollte, als Magier die ganze Zeit, aber naja, irgendwie halt nicht. So, dann kommen wir her. Eins. So, jetzt ist die Frage, hier sind die ganzen Orks, bei denen ich mit Biff vor einer Weile Probleme hatte. Oder nee, in der Trainingsfolge war das genau. Das habt ihr gar nicht so direkt mitgekriegt. Für euch war das nur im Schnellvorlauf. Aber ich habe hier mit Biff, wir kamen von da unten vom Sumpf her und haben versucht, die Orks hier einzeln rauszuziehen, was mehr schlecht als recht geklappt hat. Ich schau gerade, wir haben hier zwei Ork-Krieger. Da ist noch ein Varg, das sind zwei Vargs sogar. Ist da irgendwo noch ein Ork-Schamane oder sowas? Sieht mir nicht so aus. Ja, okay, da kommst du schon her. Und da hinten... Ah, okay. Kommt der Elite-Ork kommt her. Okay, vor den Schamanen verstecke ich mich einfach hinter der Hütte, aber den Elite-Ork, den muss ich einfrieren. Das ist wichtig. Und dann... Dann will ich vielleicht mal ein reines Mana verschwenden und kann mit meinem heiligen Geschoss hier, hoffe ich doch jedenfalls... Hallo? Könntest du das bitte auswählen, bevor der Elite-Ork wieder auftaucht? Okay, das war nicht so... okay. Das Mana reicht mir nicht. Ich dachte... Nein, jetzt kommt der Nahkampf. Das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Hä, was tue ich hier? Was will ich hier tun? Ich will, dass die Leichen nicht verschwinden. Ich will aber gleichzeitig beiden Ork-Schamanen erwischen. Dafür brauche ich ein bisschen Mana. Und dann zaubere ich uns ein leckeres, kleines... Eisblock? Massensterben? Massensterben. Glaube ich, nur einen erwischt, oder? Das sieht mir so aus. Egal, egal. Es ist tatsächlich selbst bei einem Einzelnen, es ist gar nicht so schwer, nicht so schwer, sondern gar nicht mal so ineffizient, Massensterben zu verwenden. Ich meine, es ist 150 Mana und es tötet so ziemlich alles auf einen Schlag.
Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jemanden einfrieren. Das kostet... Nicht, da ist nichts zu holen. 40 Mana. Und... Nichts zu holen. Blitz kostet dann 30. Oder ein heiliges Geschoss 60. Nichts zu holen. Also zwei heilige Geschosse sind schon mal 120. Und dann, wenn ich... Also einfrieren und zwei heilige Geschosse kostet schon mal 10 Mana mehr als... ein einziges Massensterben. So, aber du musst einfrieren. Dann schnapp ich mir dich und diesen Wag. Damit ist der Mana-Verbrauch gerechtfertigt. Ja, ne? So einfach geht's. Nur bin ich halt jetzt wieder einmal... Oh, Wolfsfell. Nette Abwechslung zum Wagfell. Nur bin ich jetzt halt ein bisschen angeschlagen wieder. Das ist halt der Nachteil von diesem Zauber. Wenn man hier so ein bisschen länger wartet, dann... Ja, kriegt man halt schon teilweise ein paar Schläge ab, sage ich mal. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. So, aber gut. Ich habe die ganzen Orks ausgenommen. Ich bin in einem guten Kreis um die Burg außenrum. Und das eigentliche Ziel, was ich aber hier hatte, oder mein Sekundärziel, sage ich mal, mein Primärziel ist natürlich, die Orks auszuschalten, um die Belagerung der Burg aufzuhalten. Aber mein Sekundärziel war, hier die Höhle, in der sich in Gothic 1 jemand versteckt hatte, freizulegen, damit ich da gefahrlos hoch kann. Ich hoffe nur, ich falle hier nicht runter. Ich sollte vielleicht zur Sicherheit einmal speichern. Weil ich hier nicht unbedingt cheaten will, wenn ich hier runterfalle. Das wäre nämlich ärgerlich dann. Hier sind wir, genau. Und was gibt es hier? Eine Notiz. Etwas Pech. Eine goldene Schale. Das war's irgendwie. Gut, die goldene Schale kann ich verkaufen. Das Pech werde ich wahrscheinlich auch verkaufen. Zerknüllter Brief. Nein, nicht das, was ich wollte. Ich suche die Notiz. Wo ist die Notiz? Da ist die Notiz. Nein. Das ist nicht die Notiz. Hä? Was ist das hier? Ah, eine Nachricht. Gilbert, genau, der hat sich hier drin versteckt. Mir reicht's, ich habe mich hier lang genug versteckt und wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ist die Barriere dann endlich gefallen. Es wird wohl kaum noch jemand nach mir suchen. Ich habe die Schnauze voll von dieser Höhle und dem ganzen Tal. Wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Macht's gut, ihr Deppen. Okay, den letzten Teil habe ich mir überlegt, aber er würde dazu passen. Gut, ich bin relativ zufrieden gerade mit dem Ergebnis aus dieser Folge. Ich habe einige Orks geklatscht. Ich habe die Höhle erforscht. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich bin angeschlagen, mein Mana ist fast leer. Und von der würde ich sagen, nennen wir das Ganze mal einen erfolgreichen Tag und schlafen doch einfach mal bis zum nächsten Morgen. So. Für Innos! Für Innos. Ich werde einfach niemals müde darauf zu antworten. Nein, niemals. Ach, das ist großartig. Ich habe was anderes gehört. Gut, die Orkwaffen 3800 Gold. Komm, ich verkaufe mal Orkwaffen nochmal. Zeig mir. Na, nochmal. So, ist gut. 3808 Gold, um genau zu sein. Und warte mal schauen, wie weit ich hier komme. Ob ich nicht die 4000 sogar schaffe hier im Minental noch. Ja, okay, ich könnte Pfeile verkaufen, aber das wäre ja... Nein, nein, das wäre ja langweilig. Oder andersrum gesagt, das wäre Betrug. Haha, so. Genau. Ich habe übrigens, ist mir aufgefallen, ich habe ein gasmagisches Amulett, das mit Mana plus 10. Senkrads Armbrust habe ich ja schon weg, weil Senkrad tot war. Oder tot ist. Ich habe ihn nur gebraucht, um Uda sagen zu können, dass sein Kumpel leider gefallen ist. Angar war ja hier in der Burg. Und dem wollte ich eigentlich sein Amulett zurückbringen. Aber er ist nicht mehr da. Naja, ich dachte, er ist vielleicht tot. Aber nein, er ist nicht tot. Sondern, ich habe nachgelesen, er ist, sobald man alle Drachen besiegt, woanders. Und zwar... weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, auf dem Hof von dem Großbauern. Auf Onas Hof. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das sieht schon mächtig aus, wenn die Orks einfach mal so alle nach dem anderen einfach mal umfallen.
Mir gefällt das. Ich finde, das hat was Ästhetisches. Oh, da kommt der Nächste. Na, okay. Das klappt so nicht. Navak, komm her. Sind wir außer Reichweite der Orks? Ja, sind wir. Dann können wir es wie zwei Männer prügeln. Naja, okay. So richtig viel Schaden war ich nicht. Ich frage mich, wenn ich Biff nicht aktiv dabei habe, wenn er dann etwas tötet, ob ich dann die Erfahrung kriege. Das bin ich doch glatt mal bereit, mit diesem Wag auszuprobieren. Biff! Schon wieder eins von diesen Biestern. Na? Ja, tatsächlich. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Das funktioniert. Sehr schön. Und er bleibt stehen. Perfekt. Genau so hatte ich mir das gedacht. Wunderbar. So, 80 Mana, 150 Mana, 157, um genau zu sein. Wenn ich jetzt nochmal... Ah, das wäre zu viel. Alles so. So. Und dann ein Massensterben. Vielleicht sollte ich mich heilen. Naja, wird schon passen. Wird schon passen. Wird schon schief gehen, ne? Genau. Aber... Hui. Die Folge ist schon wieder so lang geworden. Ich wollte ja eigentlich die vorhin schon in der Burg beenden. Hui, da habe ich ein bisschen die Zeit vergessen. Das tut mir leid. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Wenn ich die Ork wahrscheinlich komplett aus dem Ruf von Orks befreie. Und noch einige wichtige Gegenstände finde. Ja, bis dahin. Auf Wiedersehen.